Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Stray. Eventuell das Finale. Ich habe keine Ahnung, was noch passiert. Ich will auch nicht zu viel versprechen. Bevor ich aber jetzt auf Fortsetzen drücke und wir in der Geschichte weitergehen, seid so lieb, bewertet gerne das Video, lasst ein Like, dann Abo, aktiviert das Glöckchen. Und viel Spaß. Das war's. Wir sind in Sicherheit. Das sagen sie alle. Hör zu. Ich habe dir etwas zu sagen. Oh oh. Ich wusste, dass die Energie, die zur Deaktivierung des zentralen Kontrollsystems der Stadt nötig war, immens sein würde. Mehr als dieser Drohnenkörper zu verkraften mag. Aber da das Sicherheitssystem nun deaktiviert ist, kann ich die Kontrolle über das System übernehmen und die Stadt öffnen. Wenn ich das System außer Kraft setze, könnte meine Software beschädigt werden. Ich wusste es. Aber ich hatte mich dazu entschlossen, als ich mich in den ersten Computer einklinke. Samt allen Konsequenzen, die das haben könnte. Es tut mir leid, dass wir die Außenwelt nicht gemeinsam sehen werden. Ich dachte, ich müsste die Erinnerungen an der Menschheit bewahren, um an der Vergangenheit festzuhalten. Aber ich sehe eine Zukunft in den Gefährten und in dir. Komm, lass mich dir das abnehmen. Nein. Du warst mein Freund. Das Beste, was ich mir hätte wünschen können. Ich danke dir. B12. Ey, Leute, ich habe gerade ein Tränchen im Auge. Und alle können sehen. Leute, ich habe gerade Gänsehaut. Ich habe so Gänsehaut gerade. Himmel. Und mein kleiner Freund kann es nicht sehen. Schaut euch das an. So wunderschön, das zu sehen. Oh mein Gott. Es ist so schön, das zu sehen. Ich möchte raus. Ich möchte dahin. Wie komme ich dahin? Die Tür, natürlich. Lasst uns das bitte genießen, Freunde. Lasst es uns genießen. Schaut, wo wir sind. Wir sind draußen. Am Licht. Ein Schmetterling. Wir sind draußen. Leute, ungelogen.
Ich habe Tränchen im Auge. Ich bin einfach zu nah am Wasser gebaut für sowas. Oh. Controller hat gerade vibriert. Okay. Real Talk. Das war eines der geilsten Spiele, die ich jemals gezockt habe. Aber das Ende fand ich nicht schön. Ich bin ehrlich, jeder hat seine eigene Meinung. Also an und für sich so mit Türen öffnen und so und dass sich jemand opfern muss und so. Alles okay, alles kein Ding. Aber wir hatten Familie. Und ich habe so sehr gehofft, natürlich werden wir die Familie wiederfinden. Es ist so, es wurde am Anfang dieses Games unglaublich viel da reingesetzt, dass man in dem Kreis von Freunden oder Familie aufwacht. Also da waren mehrere Katzen mit mir und ich konnte mit diesen Katzen interagieren. Und wir waren zusammen unterwegs und auf einmal stürzte ich ab. Und dieses Spiel war ultra geil. Aber fürs Ende gibt es echt Punktabzug, Leute. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass vielleicht zumindest da in dem Moment, wo ich gehe, also das Kätzchen geht, dass da vielleicht noch der Kopf von einem der anderen Kätzchen auftaucht oder so. Wisst ihr, was ich meine? Einfach so, dass man nochmal das Gefühl hat, doch nochmal verbunden zu sein. Das wäre halt echt cool gewesen. Aber an und für sich trotzdem, abgesehen davon, es war ein unglaublich nices Spiel. Es war unglaublich toll, auch wenn ich unglaublich wenig Erinnerungen nur geschafft habe irgendwie. Nichtsdestotrotz, es hat unglaublich viel Spaß gemacht und es freut mich umso mehr, dass ihr auf dieser Reise wieder mit dabei wart. Einfach nur unglaublich. Einfach nur schön. Ihr habt vieles hiervon möglich gemacht. Und ja, ich freue mich einfach nur. An dieser Stelle möchte ich mich für dieses Projekt bei euch verabschieden. Kann euch aber auch schon sagen, dass bereits ein neues Projekt in den Startlöchern steht. Den Namen werde ich euch, glaube ich, noch nicht verraten. Lasst euch einfach überraschen. Ich kann nur sagen, auch da geht es wieder um die Reise eines verlorenen Wesens. Was genau das aber ist, erfahrt ihr dann. Seid also beim nächsten Mal dabei und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Euer Malvini. Tschö, tschö.